Hey Leute, eine kleine Info vorweg. Dieses Video wird unterstützt von Chronicles. Chronicles ist ein kleiner Supporter für Content Creator, der euch finanzielle kleine Unterstützung geben kann. Das war natürlich noch nicht alles. Chronicles hat auch einen kleinen Online-Shop, bei dem ihr Gaming-Ausstattung bedeutend preiswerter bekommen könnt als bei anderen Verkäufern. Beispielsweise bekommt ihr momentan die PlayStation 4 Pro mit Controller zum Preis von 275 Euro statt den üblichen 350 bis 400 Euro. Und falls ihr Interesse haben solltet, dann schaut in dem ersten Link in der Videobeschreibung gerne vorbei. Und jetzt viel Spaß mit dem Video. Aufwachen. Och nee. Was ist denn jetzt los? Och. Ist doch noch gar nicht früh. Wir müssen gleich zur Bibliothek gehen. Jetzt schon? Na gut. Du weißt ja, wo die Bibliothek ist, oder? Gut. Dann Abmarsch. Die Rüstung kann ich auch mal wieder anziehen. So. Ich mach mal noch wenigstens noch das Gitter auf, damit wir auch wieder reinkommen. So. Ist offen. Damit will ich auch gleich mal erstmal sagen, hallo und herzlich willkommen zu Minecraft Ragnarök, der dritten Folge. Hilfe. Erstmal gegen Baum rennen. In der letzten Folge haben wir Prinzessin Luna kennengelernt. Die hat uns sozusagen erlaubt, bei ihr im Schloss weiterzuleben. Da ist sie ja schon. Und wir gehen jetzt zur Bibliothek, um sie wieder zu beleben. Geht das eigentlich, dass du wirklich so weit von deinem Schloss gehst? Ich denke doch eigentlich, dass Geister nur zu einer bestimmten Reichweite von ihrem Schloss oder zu ihrem Geburtsort oder sowas gehen können, oder? Bin mir da nicht so sicher. Könnte es mir auch einfach nur einbilden. Weiterladen? So. Nicht wundern, die Bibliothek ist schon seit langem kaputt. Ja, das sind ja rosige Aussichten. Lol, da ist eine Leiter. Sie wird nur noch von alten Gerüsten geschützt, die mit Magie unterstützt wird. Aha. Das ist alles mit Schnee bedeckt. Oh, Hilfe. Oh. Also wenn ich hier runterfalle, dann... Oh, da ist ein Greif. Wenn ich hier runterfalle, ey. Na gut, dann gute Nacht. Oh, Scheiße. Verdammte Schnee. Oh, jetzt weiß ich, was du damit meinst, dass sie so ein bisschen kaputt ist. Na toll. Wo ist die Brücke hin? Wie kommen wir jetzt rüber? Die Brücke ist schon vor langer Zeit zerstört worden. Wer ist da? Die Menschen haben den Zugang zur verrotteten Bibliothek absichtlich zerstört. Oh, ich habe jetzt keine Lust, hier runterzufallen. Ich bin gleich instant tot. Scheiße, ich habe meine Waffen gar nicht. Ich würde euch helfen, unter einer Bedingung. Die wäre... Ich möchte, dass ihr mich wiederbelebt. Sie also auch. Wie jetzt wiederbelebt. Ich habe keine andere Wahl, oder? Und sie ist auch ein Geist. Lol. Ja gut, ne? Ich bin Ivana, die Prinzessin des Vampirvolks. Auch eine Prinzessin. Nice. Gleich zwei Prinzessinnen unter einer Hütte. Wunderbar. Besser gesagt, war ich. Ja, das ist mir auch ein bisschen klar. Wie du siehst, bin ich gestorben. Ja.
Da kann man keine Beinchen mehr erkennen. Ich habe etwas zusammengebaut, was es ermöglicht, die Brücke zu ersetzen. Okay. Ist das nicht diese Brücken-Gun-Ding? Okay. Machen wir das einfach mal ganz schnell mal, ne? Mal gucken. Geht das so einfach? Ups. Jetzt geht's. Oh, das war's mal wieder komplett hier, ne? Ups, und... Ha. Huh. Ich habe irgendwie Angst, da jetzt reinzurennen, ne? Geh da lieber mit dem Schwert rein. Ups. Was ist denn hier passiert? Also, die hat's ja echt mal zerfetzt. Diese Bibliothek war mal eine Magieforschungseinrichtung. Eine Magieforschungseinrichtung? Hier wurde die Magie geforscht, um die Wiederbelebung wirken zu. Wieder. Ne? Ja gut, ich kann nicht lesen, wieder mal. Okay, sie ist schon ungeduldig. Auf dem Altar siehst du das Endprodukt der Forschung zur Wiedergeburtsmagie. Ach da. Und direkt gegenüber das Buch der Monster. Okay, ich habe echt furchtbare Angst, der jetzt runter zu krachen. Okay. Stimmt's mir jetzt einfach mal. Dieses Buch enthält Informationen über sämtliche Wesen dieser Welt. Ach du Kacke, ich kann ja da gar nichts lesen. Ja, großartig. Wer bist du eigentlich? Ich bin Selmanus. Ich und das ist Prinzessin Luna. Darf ich dich anfassen? Das kommt mir ein bisschen schnell. Okay. Warum willst du mich anfassen? Das hört sich ein bisschen komisch an. Ich habe ein komisches Gefühl bei dir und möchte es überprüfen. Und wie willst du das überprüfen? Nur indem du mich anfasst? Hilfe. Au! Ich habe mir hier Box. Ah. Jetzt schon. Sie fängt genauso an wie Luna. Was ist bei euch beiden los? Deine Magie beträgt 100.000! Was? Hast du es auch bemerkt, wie hoch seine Magie ist? Das ist viel zu hoch. Noch höher als mein Magie-Level damals. Also, ich bin mir jetzt nicht so sicher, aber... Okay, ich lasse es jetzt einfach mal im Raum stehen, weil ich bin mir hier ein bisschen zu blöd. Ich nehme jetzt die Magie hier mit und Abmarsch. Scheiße. Hups und Abmarsch. Ab durch die Mitte. Hui. Hm? Oh. Natürlich. Die fliegt und du nicht. Hi. Okay, ich geh lieber, bevor ich hier noch irgendwas falsch mache, ich lieber hier runter. Was habe ich jetzt gemacht? Hallo? Habe ich was falsch? Hat's geklappt? Hallo? Hat's geklappt? Bist du das? Ich sehe das? Keine Ahnung. Danke. Ja, ich bin's. Okay, hat's funktioniert. Ab hier auf den... Dahin. Los. Okay. Nochmal. Okay. Der Zauberstab muss anscheinend nur warm werden. Okay, das merkt man irgendwie, dass du es bist, irgendwie schon irgendwie, ne? Hallo. Halli, hallo. Ja, gerne.
Ich habe keinen Bock, im Regen hier draußen zu stehen. Kommt rein. Das sieht ein bisschen crazy aus. Hier geht's runter. Ich springe gerne Sachen runter. So viel Spinnenweben. Was ist denn das hier? Mit Drachen? Ist das nicht meine Drachenrüstung bloß verzaubert? Warte mal. Warte mal. Halt. Das nehme ich auch gerne an. Erstmal schnell kurz looten. Deine Magie beträgt nur noch 1000. Wie meinst du das?